Hallo, mein Name ist Jagul und ich begrüße euch nun zu Teil 9 dieser Tutorialreihe zu Blood Bowl 2 auf dem Kanal von Writing Bull. Das heutige Tutorial geht um die Waldelfen. Nachdem die ersten 8 Teile die Standardrassen, die mit dem Basisspiel ausgeliefert wurden, beinhaltete, ist dieses Tutorial nun über das erste DLC, das von Cyanide bzw. Focus Entertainment veröffentlicht wurde. Wer ein bisschen mehr über das Spiel lernen will oder vielleicht einfach Mitspieler sucht, schaut einfach mal unter community.writingbull.de in unser Forum und kann dort neue Kontakte knüpfen oder alte Kontakte wieder auffrischen. Solltet ihr zum ersten Mal eingeschaltet haben, dann schaut euch doch auch mal die vorherigen 8 Teile an, wo es immer allgemeine Rasseninfos, aber auch immer ein paar Specials gibt, wie zum Beispiel, wie faule ich richtig, wie blocke ich richtig, wie mache ich einen Pass, aber auch die Crashkurs-Videos von Writing Bull, die am Anfang dieser Playlist verlinkt wurden, sind immer sehenswert für diejenigen, die von Blood Bowl selber noch nicht so viel Ahnung haben. Die Waldelfen selbst sind meine absolute Lieblingsrasse und deswegen hoffe ich, dass es im kommenden Tutorial nicht zu sehr mit mir durchgeht, sondern ich schon auf der informativen Seite bleibe, wie ihr das von mir gewohnt seid. Wie gewohnt erzähle ich zuerst ein bisschen was Allgemeines zu den Waldelfen, danach stelle ich die Spieler vor, die Startsetups, Defensivaufstellungen und am Ende, was soll ich skillen und Starspieler. Dieses Mal gibt es sogar 2 Specials, das eine ist der One-Turn-Touchdown und das andere Waldelfen-spezifisch, wie springe ich in einen Cage, wann sollte ich es tun und wann besser lassen. Auch in diesem Tutorial findet ihr wieder einen Deutsch-Englisch-Mix. Ich werde auf Deutsch erzählen, spiele das Spiel allerdings auf Englisch und die meisten Internetquellen sind auch in englischer Sprache und deswegen hoffe ich, euch mit dieser bilingualen Ausführung dieses Tutorials weiterzuhelfen. Im Skaven-Tutorial habe ich schon einmal kurz auf ein Playbook von Tom Picard hingewiesen. Das war damals zu den Skaven. Hier möchte ich noch einmal explizit auf das Playbook von ihm, Wood Elf Playbook Leap to Victory, hinweisen. Das ist einfach alles, was man für das Waldelfenspiel braucht und meine beste Quelle hier für dieses Tutorial. Waldelfen sind ein zweischneidiges Schwert. Ihre Geschwindigkeit und ihre Fähigkeit, mit dem Ball umzugehen, suchen seinesgleichen. Sie am Touchdown zu hindern, ist nahezu unmöglich. Allerdings, mit Rüstung 7 sind sie auch sehr fragil und manches Team hat schon eigentlich keine Chance mehr, überhaupt ein Spiel zu gewinnen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Die Wardancer sind meines Erachtens nach die gefährlichsten Spieler, die man sich in ein Teamwert 1000 Team holen kann. Sie haben bereits Block und Dodge und dazu noch Springen, sodass sie auf jeden Fall überall hinkommen im gesamten Spielfeld mit ihrer Bewegung 8 und alles angreifen können, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Genauso schnell wie die Wardancer sind die Waldelfen Catcher und sie sind das eigentliche Ziel, warum Waldelfen so schnell scoren können. Sie haben zu ihrer Bewegung 8 auch noch Sprint und Dodge und können den Ball fangen mit Reroll, also das heißt, mit ihnen ist es kaum möglich, die Waldelfen am Touchdown zu verhindern. Die Linemen selbst sind ziemlich teuer und im Vergleich zum Hochelfen- und Dunkelelfen-Linemen tauschen sie eine Bewegung gegen eine Rüstung, haben also nur Rüstung 7. Da man sie häufig an den Gegner heranstellen muss, um Platz für die anderen Gegner zu machen und gegnerische Spieler zu binden, sind sie doch sehr schnell tot. Eine Erwähnung bedarf auf jeden Fall der Big Guy im Team, nämlich der Baum. Der Baum ist eigentlich ein ziemlich guter Spieler mit Stärke 6, allerdings levelt er sehr langsam, dass, wenn er einmal festgewurzelt ist, ist es für ihn einfach sehr schwierig, den Gegner zu fassen zu bekommen. Das Problem mit Waldelfen ist, gibt es einmal 1 bis 2 Spiele hintereinander, wo man sehr viele Verluste erleidet, ist es sehr schwer, die Waldelfen weiterzuspielen und das Team überhaupt gewinnbringend noch anzubringen. Denn jeder Positional ist unglaublich teuer und es ist schwer, ohne sie wirklich leben zu können. Nun aber genug zu den einleitenden Worten, kommen wir zu den Spielern, die ich gerade schon erwähnt habe. Im Waldelfenteam stehen uns 5 Spieler zur Verfügung. Beginnen wir wie gewohnt mit dem Feldspieler. Er kostet 70.000, hat Bewegungsweite 7, Stärke 3, Agilität 4 und Rüstung 7, hat keine weiteren Skills. Im Vergleich zu den anderen bisher kennengelernten Elfenfeldspielern hat er 1 Bewegung mehr und ist damit der schnellste Lineman neben dem Skaven-Lineman im Team, ist dafür aber etwas fragiler mit Rüstung 7.
Der Fänger im Team kostet 90.000, hat Bewegungsweite 8, wird nochmal durch Sprint erweitert, hat nur Stärke 2, Agilität 4 allerdings und auch hier Rüstung 7. Er hat als Skills Fangen, Ausweichen und Sprinten. Der Werfer ist auch ein relativ schneller Spieler, hat die gleichen Stats wie der Lineman, nämlich Bewegung 7, Stärke 3, Agilität 4 und Rüstung 7 und hat bereits den Passenskill, sprich für Würfe darf er dafür nochmal den Reroll benutzen. Er kostet genauso wie der Catcher 90.000. Der Star im Team ist der Wardancer. Er hat Bewegungsweite 8, Stärke 3, Agilität 4 und Rüstung 7. Das macht ihn etwas fragil, allerdings hat er, um sich zu beschützen, bereits schon Block und Ausweichen geskillt, kostet 120.000 und dafür gibt es nochmal den Skill Springen. Sprich, er kann in gegnerische Cages einfach reinhüpfen oder über gegnerische Abwehrlinien einfach drüber hüpfen. Der Big Guy im Team ist der Treeman oder auf Deutsch Baummensch, glaube ich. Er hat Bewegungsweite 2, das erkläre ich gleich nochmal, was das bedeutet. Stärke 6, Agilität 1 und Rüstung 10, ist also durchaus stabil. Er hat dazu Knochenbrecher, Standfest, Robust und natürlich wie jeder Big Guy den Loner-Skill, also Einzelgänger. Rerolls mit ihm sind etwas schwierig. Dazu auf der rechten Seite sehen wir noch starker Wurfarm und Throw Teammate, also ein Teammitglied werfen. Die Waldelfen wollen nicht geworfen werden, allerdings ist der Baummensch auch bei den Halblingen im Team vorhanden und deswegen gibt es bereits diesen starken Wurfarm und den Throw Teammate Skill, weil Halblinge können geworfen werden. Dazu hat er noch eine besondere Fähigkeit, nämlich Wurzeln schlagen. Bei jeder Aktion, die man mit dem Baum machen will, kann es sein, dass der Baum sich entschließt, festzuwurzeln. Das ist ein 2-Plus-Wurf. Und dieser 2-Plus-Wurf, ja, kann schon wirklich gut und böse unterscheiden. Denn wenn der Baum irgendwo mal festgewurzelt ist, ja, umlaufen die Gegner ihn halt einfach. So, der Baum hat Bewegung 2. Dazu wollte ich gerade noch etwas sagen. Wenn der Baum einmal auf dem Boden liegt, ist es sehr schwer, mit ihm wieder aufzustehen. Für ein Aufstehergebnis braucht man 3 Bewegungen auf. Das heißt, jeder Spieler, der weniger als 3 Bewegungen hat, muss auf die 4 plus würfeln, ob er überhaupt aufstehen will. Das heißt, ein Baum mit Bewegungsweite 3 steht einfach so wieder auf und deswegen ist Bewegungsweite Skillen auf dem Baum doch schon ziemlich, ziemlich gut. Bei den Waldelfen stelle ich euch nun ein paar mehr Startsetups vor, als ihr das normalerweise gewöhnt seid. Das liegt daran, dass ich sehr viel Spielerfahrung mit den Waldelfen habe und Pros und Kontras dieser Startsetups euch damit erläutern kann. Das erste Startsetup kann ich jedem empfehlen, der zum ersten Mal Waldelfen spielt. Es hat 2 Wardancer und einen Catcher und 2 Rerolls. Dazu kommen dann 8 Linemen. Ja, 2 Rerolls ist schon mal ziemlich gut für Waldelfen. Die beiden Wardancer sind diejenigen, die das Spiel machen, sprich Blitzaktionen machen oder vielleicht auch mal zum Ballträger werden. Der Catcher selber sollte immer den Touchdown bedrohen oder im hinteren Feld dazu dienen, dass man eigene Linemen skillen kann, nämlich mit dem Lineman den Ball aufheben und dann einen Pass auf den Fänger werfen, um damit einen Starspielerpunkt zu generieren. Das zweite Setup unterscheidet sich vom ersten, indem man den Werfer durch den Fänger austauscht. Mit dem Werfer zu Anfang ist es möglich, durch den Passzugriff den Teamleader, also Team-Captain Reroll zu erlangen. Das bedeutet, man erhält relativ schnell den dritten Team-Reroll. Das ist der einzige Sinn dieses Setups und warum man den Werfer zu Anfang ins Team nehmen sollte. Denn der Werfer hat weniger Bewegung als der Fänger und dadurch ist dieses Setup insgesamt etwas immobiler als das erste. Seid ihr schon etwas geübt im Umgang mit den Waldelfen, dann empfehle ich euch mein drittes Start-Setup. Es hat ein Reroll, eigentlich genug, sprich für eine Sprungaktion oder für die Ballaufnahme. Für alles andere gibt es bereits Spieler, die das können. Sprich, ich nehme den Ball mit meinem Werfer auf und habe danach meine Fänger, die den Ball empfangen können. Meine Wardancer selber haben schon Block, das heißt für Blitzaktionen sind sie durchaus gut zu haben. Das heißt, man hat alles, was man haben will und braucht den Reroll eigentlich nicht. Wichtig ist,
den Reroll aufzusparen und nicht für eine sinnlose Blockaktion zu verballern. Das vierte Setup wird von dem meines Erachtens nach besten Waldelfen-Coach in Blood Bowl 2 präferiert. Sein Name ist Inarion und er spielt dieses Setup eigentlich fast immer. Er startet ohne Reroll und tauscht im Vergleich zum letzten Setup daher den Reroll und ein Lineman gegen den Baum. Den Baum möchte er ganz zu Anfang im Spiel haben, um mit ihm möglichst viele Starspielerpunkte generieren zu können. Denn wie bereits in der Einleitung erwähnt, levelt der Baum sehr langsam. Und auch hier haben die Spieler natürlich alles das, was sie brauchen, bereits zur Verfügung. Ohne Reroll ist es natürlich sehr schwer und umso wichtiger ist es daher, den Werfer zu beschützen und auf ihm den Leader Reroll zu bekommen. Das fünfte und letzte Startsetup, das ich euch vorstellen möchte, hat bereits auch den Baum im Team. Wie gerade erwähnt, levelt er langsam und möchte daher ins Team. Allerdings fehlt uns nun ein Wardancer und das könnte etwas schwierig werden, wenn man blitzen will. Also beschützt euren Wardancer und versucht so schnell wie möglich einen weiteren Wardancer zu kaufen. Alle Setups haben das Gemeine, dass sie bereits 10 bzw. 20.000 Gold überbehalten. Das heißt, vielleicht reicht es ja schon nach dem ersten Spiel, um sich den Apotheker zu kaufen. Und das ist ganz wichtig bei den Waldelfen. Im Folgenden zeige ich euch nun mögliche Defensivaufstellungen für das von mir präferierte Startsetup. Diese Aufstellung kennt ihr ja bereits von mir. Ich spiele sie eigentlich mit fast jeder Rasse und es dient dem Schutz der wichtigen Spieler. Wie man den ersten Zug damit macht, habe ich euch im Menschentutorial gezeigt. Wer das sehen möchte, schaut doch einfach dort mal hinein. Auch diese Aufstellung kennt ihr bereits. Meine Spieler sind möglichst über die gesamte Breite des Spielfeldes verteilt. Kleiner Nachteil, die Catcher stehen ganz außen und lassen so einen Zwei-Würfel-Block auf sie zu. Allerdings, dort die Wardancer hinstellen ist keine Alternative und die Catcher in die erste Reihe stellen ist auch keine Alternative, deswegen ist das so das einzig sinnvolle Setup. Da es ja in diesem Guide auch um One-Turn-Touchdowns gehen soll, zeige ich euch nun eine Defensivaufstellung gegen den One-Turn-Touchdown. Wichtig ist, dass wir die hintere Reihe auf der 22-Yard-Linie aufstellen und von außen beginnen jeweils immer nur ein Feld dazwischen freilassen. Sollte ich Spieler mit Tackle haben, dann sind die natürlich immer zwei Abstand voneinander aufzustellen. Also immer ein Spieler ohne Tackle, ein Spieler mit Tackle, ein Spieler ohne Tackle und so weiter. Die vordere Reihe muss möglichst weit auseinandergestellt werden. Am besten ja nur ein Feld auseinander. In diesem Beispiel habe ich sie zwei Felder auseinandergestellt, aber das geht natürlich auch. Im nächsten Abschnitt soll es um One-Turn-Touchdowns gehen, dem Stilmittel für schnelle, agile Teams, kurzerhand noch einen Touchdown zu machen. Ich habe auf meinem Kanal eine ganze Tutorialserie zu One-Turn-Touchdowns veröffentlicht. Dort zeige ich zum Beispiel auch, wie man mit Zwergen oder dem Chaos-Team einen One-Turn-Touchdown machen will. Wer das gerne sehen will, ist dort herzlich eingeladen, sich die Videos anzuschauen. Aus der eigenen Hälfte sind es 13 Felder bis zur gegnerischen Touchdown-Zone. Ich muss mir also genau angucken, wie viel Bewegung mein Spieler hat, inklusive Sprintfähigkeiten, um ihn dann entsprechende Felder nach vorne zu schieben. Schieben kann ich, indem ich immer die drei Felder, in die mein eigener Spieler schiebt, mit eigenen Spielern oder gegnerischen Spielern vollstelle. Einer dieser Spieler muss natürlich derjenige sein, der später den Touchdown machen soll. Und natürlich muss die Push-Richtung immer in Richtung gegnerischer Endzone sein. Mit Ausnahme natürlich des ersten Pushes. Je mehr ich würfeln muss, desto unwahrscheinlicher ist es natürlich. Und deswegen gilt es, die Anzahl der Würfel möglichst gering zu halten und wenn ich blocke, möglichst drei Würfelblocks zu machen, sofern das möglich ist. Hier seht ihr nun eine Auflistung derjenigen Fertigkeiten, die beim One-Turn-Touchdown hilfreich sind. Fangen wir mal an mit dem Pushen. Natürlich ist es einfacher, wenn der Spieler, der pusht, den Skill Greifen hat oder Juggernaut, das heißt schweres Gerät, wenn man also auf einem Bows Down auch schieben kann. Auch Frenzy, wenn man richtig aufgestellt hat, hilft. Unterstützen natürlich immer in der Richtung zum Drei-Würfel-Block und der geschobene Spieler profitiert natürlich auch von Gewand, also Sidestep.
Solche Skills wie Passen, Fangen, Sprinten oder Sprint sicher machen es natürlich auch einfacher, da eingebaute Rerolls dabei sind, genau wie Dodge auch. Schlechter hingegen macht es der Skill Tackle. Sollte der Spieler, den ich schieben kann, ausnahmsweise Dodge haben, macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich einen Spieler mit Tackle dahinstelle, um mir die Chance, dass ich auch bei einem Defender Stumbles Ergebnis den Gegner schieben kann, mir dadurch zunichte mache. Beim Gegner hilft natürlich, wie gerade gesagt, jenes Ausweichen, dass ich eben besser schieben kann. Hingegen schlechter ist es, ich kann einen standfesten Spieler nur mit schwerem Gerät pushen. Das habe ich in der Regel nicht auf genug Spielern. Aber auch der Skill Gewand, also Sidestep, hilft dem Gegner, dass ich meinen Spieler nicht in die Richtung schieben kann, in die ich es gerne möchte. Kommen wir nun zum ersten One-Turn-Touchdown, nämlich mit 7 Spielern. Ich brauche dafür einen Fänger mit 8 Bewegung und der Fertigkeit Sprint oder einen Spieler mit der Bewegung 9. Für diejenigen von euch, die sich Bilder besser vorstellen können, habe ich hier von der Quelle Fumble ein paar Bilder in dieses Video eingestellt. Natürlich habe ich auch bei mir auf dem Kanal ein eigenes One-Turn-Touchdown-Video gemacht, wo das Ganze ein bisschen besser erklärt wird, aber auch im Folgenden seht ihr jetzt ein Video. So, als erstes möchte ich euch den Touchdown in einem Zug zeigen mit dem Team, was man gleich zu Anfang her haben kann. Man braucht dafür 7 Spieler und wir machen mal einmal kurz auf Pause. Da ist der Werfer nämlich schon losgelaufen. Wir brauchen den Fänger hier in dieser Position und damit einen Blitz, den gegnerischen Spieler hier reinschieben und dann schieben wir unseren Catcher nach vorne. Das sehen wir gleich. Hier hinten brauchen wir einen Fänger beziehungsweise Werfer, je nachdem was man so hat, der den Ball nach vorne trägt. Diese anderen Spieler hier sind nur wegpositioniert, weil man die nicht braucht. So, da kommt der Pass auf den Spieler. Er hat den Catch Reroll, deswegen war das jetzt ziemlich wahrscheinlich. Der Blitz kommt hier auf den Spieler. Ich cheate ein bisschen, weil ich hier 3 Würfelblocks habe und einen Skink habe, den ich schiebe. Deswegen sehen wir jetzt im nächsten Block, dass mir hier auch ein Defender Stumbles reicht, weil ich selber keinen Tackle habe. Und ein Feld nach vorne geschoben. Jetzt kommt er hier, schiebt ihn noch ein weiteres Feld. Und jetzt kann ich den Skink hier entfernen, damit er hier, ja, im Endeffekt der Block war überflüssig, aber naja. So kann man, wenn dieser Spieler Tackle haben sollte, ihn noch entfernen. Da geht der Go-For-Achieve und wir sehen den Touchdown. Insgesamt möchte ich euch 2 Varianten der One-Turn-Touchdowns zeigen und hier sehen wir nun die Variante mit 5 Spieler und einem Spieler mit dem Skill Greifen. Also, das heißt hier wieder der Fänger mit Bewegung 8 und Sprint und der andere Spieler muss Greifen haben. Die Bilder habe ich weiterhin von der Quelle Fumble bekommen, auch hierzu habe ich ein eigenes Video auf meinem Kanal veröffentlicht und im Folgenden seht ihr noch einmal kurz das Video zum Touchdown in einem Zug mit 5 Spielern. So, sobald man einem Spieler Grab geskillt hat, sprich Greifen, das ist dieser Skill hier, braucht man nur noch 5 Spieler, um einen One-Turn-Touchdown zu machen mit Skaven und Waldelfen, sofern ein Spieler Bewegung 9 oder Bewegung 8 mit Sprint hat. Wie das funktioniert, schauen wir mal kurz. Der Baum hat Greifen, kann diesen Spieler nun hier hereingreifen und wir sehen schon, hier schiebt er in diese 3 Spieler hinein. Das Ganze wird ein Blitz. Er schiebt nach da. Mit Sidestep ist es auch noch mit 4 Spielern möglich. Oder ohne Blitz besser gesagt, wir können hier nochmal schieben, das reicht, ich kann mit Sidestep jetzt dahin gehen, sonst hätte ich hier in einer Tackle-Zone fangen müssen, ja, Injury, wie auch immer. Wir brauchen den Werfer, um den Ball aufzuheben, gehen jetzt dahin, werfen, durch das Wetter ist das Fangen um 1 erschwert, deswegen hier die 3+, sonst die 2+. Und da sehen wir den Touchdown. Das zweite Spezialthema in diesem Tutorial ist der Sprungangriff, essentiell für Waldelfen. Mit der Fähigkeit Leap oder Springen kann ich über einen Spieler hinüberspringen, also ich kann 2 Felder oder ein Feld weit springen. Dafür ist ein unmodifizierter Geschickwurf auszuführen, deswegen sehen wir zum Beispiel bei einem Spieler mit Geschick 4 wie dem Wardancer, es ist eine 3+. Habe ich Geschicklichkeit 5, ist es nur eine 2+.
Man sollte genau überlegen, wann man springen will, denn jeder misslungene Sprung ist auch gleichzeitig ein Turnover, das heißt, der Gegner ist danach dran. Aus diesem Grund beginnen wir nun mit einem Beispiel, wie man es nicht macht. So, schauen wir uns als erstes mal an, wann man das Ganze nicht macht. Wir haben hier Turn 14, der Chaos-Spieler hat noch einige Runden zu spielen, das ist hier aus einem Ligaspiel von mir. Und ich kann hier super eine Defensive stellen, er muss sich nach vorne bewegen, ich kann ihn hinten wieder abholen und was mache ich? Springe hier mit meinem Wardancer rein, nehme einen Half-Die, kriege zweimal einen Skull im Half-Die und werde dafür bestraft, indem mein Spieler K.O. geht. Und was kann der Gegner machen? Er kann jetzt diesen Spieler hier wegblitzen und einfach nach vorne durchrennen, ohne dass ich großartig noch was machen kann. Der Sprungangriff hilft aber auf jeden Fall, um den gegnerischen Ballträger niederzustrecken, die Angriffslinie zu überspringen oder den eigenen Spieler mit Leap zu befreien. Im Folgenden seht ihr nun wieder ein paar Beispiele in Bild und Ton. So, wir sehen hier das Ende des ersten Zuges eines Rattencoaches aus meiner Liga. Er hat mit dem Big Guy geblitzt, hat dabei Skull und Both Down gekriegt, der Reroll hat nicht geklappt und deswegen nehme ich hier Both Down, um seinen Zug zu beenden. So, der Ball liegt ungedeckt hier und jetzt zeige ich euch mal, was man mit Leap alles machen kann. In dem Fall gehe ich hier erstmal durch. Hüpfe hier rüber, habe keine Tackle-Zone mehr und lege die erste Tackle-Zone neben den Ball. So, da kommt der zweite Wardancer. Er dodgt hier durch, weil die 3 plus 2 plus Dodge ist wahrscheinlicher als das Leapen, denn für den 3 plus habe ich einen Reroll. Und hier kommt der nächste auch hinterher und so kann ich hier schon mal gleich etwas hinterherstellen. Und bedrohe damit den Touchdown. Wir bleiben in dem gleichen Spiel und sehen, was man machen kann, wenn man einen Blitz bekommt. Aus dieser Aufstellung, die kennt ihr ja bereits von mir, hier hüpft er rüber. Blitz wählt man als erstes aus und danach den Leap, sonst kann man nicht mehr blitzen. Ich schiebe ihn hier zur Seite. Ja, das Bäumchen bleibt da stehen. Der zweite Wardancer hüpft jetzt rüber. Es ist jeweils hier immer eine 3 plus, die man würfeln muss. Jetzt habe ich hier hinten die beiden Gutter Runner abgedeckt. Und lasse es dabei. So, wir schalten hier in ein fiktives Spiel hinein. Ich cancel die Assists, die ich hier brauche. Blitze halt mit meinem Strip-Ball-Tackle-Spieler, das ist derjenige mit der größten Wahrscheinlichkeit. Wähle als erstes Blitz aus, gehe an, also Blitz auswählen, an die Stelle gehen, die man möchte. Von dort aus Leap auswählen, dorthin hüpfen, wie man will. Und jetzt habe ich hier einen Zwei-Würfel-Block auf diesen Skink, kann ihn zu Boden bringen, schiebe ihn in die Richtung, wo es mir was bringt. Der Ball scattert leider wieder zurück, ich möchte ihn nicht fangen. Auch da scattert er hin und leider hat ihn dieser Spieler hier gefangen. Ansonsten, wenn der Ball vielleicht noch zurückgescattert wäre, hätte ich ihn hier mit dem Werfer aufnehmen können. Er hier wäre dahin gelaufen und dann hätten wir hier einen Touchdown gemacht. Was soll ich meinen Spielern skillen, ist die nächste Rubrik in diesem Tutorial. Der Feldspieler hat bei jedem Level-Up Zugriff auf allgemeine und Geschicklichkeitsfähigkeiten. Bei einem Double oder Push dann auf Passen und Stärke. Ich würde ihm also bei einem Normal-Skill Block oder Wrestle geben. Danach Dodge, Sidestep, Tackle, Kick, je nachdem, was man so braucht. Meistens überleben sie aber nicht den zweiten Skill und deswegen habe ich dort nur Beispiele für Linemen mit zwei Skills hingeschrieben. Bei einem Double dann auf jeden Fall Guard oder Knochenbrecher. Ich habe sehr viel gute Erfahrungen mit Knochenbrecher als ersten Skill auf Linemen gemacht.
Bei Block oder Wrestle auf den Leinwänden scheiden sich die Geister. Für diejenigen, die für mich auch mal stehen bleiben müssen, wie zum Beispiel der Spieler mit Mighty Blow, da lohnt sich auf jeden Fall Block. Auch auf einem Garder würde ich immer Block skillen. Bei allen anderen macht eigentlich Wrestle schon Sinn, weil man mit 7 Bewegungen dem anderen danach doch schon weglaufen kann. Der Wardancer ist der Blitzer im Team, Ballträger, was man auch immer mit ihm machen will. Er ist für alles ziemlich gut geeignet durch seine Bewegung 8 und Stärke 3. Er hat Allgemein- und Geschicklichkeitszugriff und bei ihm auch auf dem Pasch Passen und Stärke. Natürlich, wenn er der Blitzer ist, möchte man Stärkezugriff haben. Das ist aber keinem Elfen gewährt. Deswegen auf jedem Normal würde ich ihm, also dem ersten Wardancer, immer Stripball in einer TV-1000-Liga geben, weil einfach damit die Wahrscheinlichkeit, dem Gegner den Ball wegzunehmen, doch enorm steigt und danach dem gleichen Spieler Tackle skillen. Eventuell dem anderen Sidestep, Diving Tackle, Jump Up ist auch nicht schlecht, aber vielleicht hat man bis dahin ja ein Double oder Agilitäts- oder Stärke abgewürfelt. Auch Fend, was ich hier nicht aufgelistet habe, ist durchaus ein sinnvoller Skill auf einem Wardancer. Der Werfer hat auf jedem Wurf allgemein Geschicklichkeit und Passzugriff. Der Stärkezugriff ist auch ihm versagt. Zu dem Werfer habe ich ja während der Aufstellung schon ein bisschen was gesagt. Wenn man ihn im Team hat, dann ist er auf jeden Fall gut für den Team-Captain-Skill für einen weiteren Reroll. Und Sure Hands macht ihn auch sicher, denn auch Einsen können gewürfelt werden. Danach Dodge Accurate Block. Auf einem Double oder Pasch würde ich ihm dann starken Wurfarm oder Unterstützen geben. Der Fänger ist mein persönliches Herzstück im Waldelfenteam. Er hat mit Bewegung 8 und Sprint von Anfang an schon eine unglaubliche Reichweite. Leider nur Stärke 2, aber sonst wäre der Fänger auch einfach zu gut und zu unfair. Gucken wir uns ihn an. Er hat Allgemein- und Geschicklichkeitszugriff auf jedem Wurf und Passen und Stärke auf einem Double. Ich würde ihm als ersten Skill immer Block oder Wrestle geben, einfach nur, damit er weniger schnell umgehauen werden kann. Durch Stärke 2 wird er natürlich bevorzugt angegriffen. Danach könnte man ihm Sidestep oder aber auch ein Wrestle-Tackle-Stripball-Fänger machen. Das ist dann quasi ein Backup-Wardancer. Ihm gibt man noch Leap, also Springen, und dann hat man quasi einen dritten Wardancer im Team. Sidestep und Diving-Tackle passt natürlich auch immer super zusammen, wenn man bereits Tackle geskillt hat. Auf einem Double hilft immer Guard. Der Baum hat wie jeder Big Guy nur Stärkezugriff und deswegen nur auf einem Pasch hat er allgemeinen Geschicklichkeit oder Passzugriff. Ich würde ihm immer als erstes Grab skillen, weil man damit sicherstellen kann, dass der Gegner nicht einfach mal so aus der Reichweite des Baumes rauskommt, weil ich ihn mit Greifen immer dahin pushen kann, wo ich ihn gerade brauche. Als nächstes würde ich ihm Unterstützen geben, eventuell macht Multiblock noch Sinn. Auf dem Double würde ich ihm dann immer Block skillen, also auch auf einem Stärke ab könnte man überlegen, ihm Block zu skillen. Danach Dodge, Pro und Jump Up. Jump Up, also abrollen, hat den Charme, dass man den Baum aufstehen lassen kann, ohne dass er würfeln muss, so wie bereits am Anfang erläutert. Zum Ende, wie gewohnt, die Starspieler. Von den in Tabletop vorhandenen 6 Starspielern sind in Blood Bowl 2 5 umgesetzt. Lediglich Sarah the Slayer, die Amazone, fehlt. Ja, beginnen wir mit Jordal Freshbreeze. Wir haben hier einen Wardancer mit Agilität 5, der 260.000 kostet und dafür Sidestep und Diving Catch mitbringt. Ansonsten kann er da nicht viel, allerdings mit Agilität 5 liebt er auf die 2 Plus in einen Cage hinein. Eldril Sidewinder mit dem Wizard zusammen ist eigentlich die perfekte Kombo, um jeden Cage zu brechen. Zu Eldril Sidewinder habe ich ja bereits in den anderen Elfen-Tutorials einiges gesagt. Seine große Stärke ist, wie gesagt, Hypnotic Gaze. Also, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Umspinnender Blick oder sowas? Also, sprich, wenn das auf dem Gegner funktioniert, dann nehme ich seine Tackle-Zone weg. Er hat Bewegung 8, Stärke 3, Agilität 4 und Bewegungsweite 7. Morg & Talk mal wieder, wir haben jetzt in jedem Guide über ihn gesprochen, 430.000, ein starker Oger. Dolpha Longstrike habe ich bereits gerade bei den Bretonen im letzten Team erzählt. Für 150.000 würde ich ihn bei den Waldelfen nicht nehmen, weil Eldritch Sidewinder für 200.000 schon sehr, sehr viel besser ist. Allerdings, er könnte passen, aber bei den Waldelfen brauche ich diese Eigenschaften eher nicht.
Willow selber, auch als Dryade, Stärke 4, könnte eventuell im Waldelfenteam hilfreich sein, aber ansonsten sehe ich eigentlich kaum einen Sinn darin, Willow zu nehmen. Das war's zu den Starspielern. Da sind wir auch schon wieder am Ende dieses Tutorials angelangt. Ich hoffe, trotz zwei Specials war das Tutorial diesmal nicht zu lang und ihr hattet Spaß an den Informationen, die ich euch gegeben habe. Ich hoffe, euch im nächsten Tutorial wieder begrüßen zu können, wenn es hier auf dem Kanal von Writing Bull um die Echsenmenschen geht. Als Special werden wir dann über Stunty-Teams etwas erfahren. Bis dahin, euer Jagul.